Ja. Da noch hier ein Fund, über den ich mich sehr gefreut habe. Ja, das ist schon Sache. Hallo und herzlich willkommen beim Gardekanal und zu einer weiteren Pilztour aus Nordschwarzwald. Unsere erste im September. Wir werden auf jeden Fall finden, wir haben nämlich schon welche gefunden, Pfifferlinge. Und ja, schauen, was es sonst noch für Speisepilze gibt, ob die ersten Röhrlinge hochkommen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal direkt an, was es hier am Hang gibt. Wir haben hier Pfifferlinge in allen Größen. Hier seitlich stellen wir da zwei stattlichere. Ja, und hier können wir erkennen, es pfiffert weiter. Es kommen auch weiter Junge hoch. Ja, das war jetzt hier die Erntemenge von dem Standort. So sieht es hier dann auch in der Regel aus bei jedem Standort am Hang. So 4 bis 5 richtig schöne, echte Pfifferlinge. Ich sage es gleich zu Beginn vom Video, wenn es euch gefällt, gerne Däumchen nach oben lassen. Gerne Kommentar lassen, was ihr momentan so in eurer Region findet. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, neu dabei seid, gerne auch ein kostenloses Abo für den Kanal da lassen. Und ganz wichtig, die Glocke drücken und aktivieren. Was können wir hier für Pfifferlingsarten finden im Nordschwarzwald? Amethystschuppiger Pfifferling haben wir schon gesehen. Genau hier an dem Standort schon den samtigen Pfifferling. Echter Pfifferling natürlich. Vielleicht finden wir den ein oder anderen Trompete-Pfifferling heute auch noch. Ja, schwärzender Laischling wird schwer. Da ist der Daniel vom Kanal Pilzfieber sozusagen der Experte oder hat die Fundstelle, dem sein Kanal, mein Pilzkumpel, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, und jetzt geht's weiter. Heute haben wir uns entschlossen, mal eine kleine Abkürzung zu nehmen. Normal geht's weiter den Weg hoch. Dann biegen wir hier oben ein. Allerdings, hier gibt's interessante Funde. Zum einen kommen hier auch die ersten Flaschenstäublinge hoch. Die hier wären von der Größe her schon fast was fürs Körbchen. Da habe ich noch den ein oder anderen kulinarischen Versuch dieses Jahr vor. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Speisepilzfund heute. Der lila Lacktrichterling. Einer der sehr dankbaren Trichterlinge zum Bestimmen, ist auch ein Speisepilz. Die lila Lacktrichterlinge kommen hier schon an dem Standort seit einer Weile hoch. Ich würde mal sagen, seit ungefähr 3 Wochen. Sonst gibt es hier noch ein paar Korallenpilze. Jetzt gehen wir hoch auf den Zauberzwischenweg. Da schlägt das Pilzsammlerherz doch wieder höher. Voller Einsatz für euch. Ich bin noch mal ein paar Meter zurück zur Fichtenreizgerstelle, um zu schauen, ob sich hier was Neues bereits rausdrückt. Habe jetzt noch nichts entdecken können. Nur die alten Exemplare wie hier. Die sind natürlich absolut nichts mehr für die Küche. Aber vielleicht entdecken wir noch den ein oder anderen Reizker. Ich würde mich ja über Lachsreizker wieder sehr freuen. Einer meiner Lieblingsspeisepilze. Und hier fängt der erste kleine Teppich an. Muss man aufpassen, wo man hintritt. Ja, die hier sind wirklich schon am Zerfallen, Zerflettern. Die stehen auch schon eine Weile, die bleiben hier. Aber der ein oder andere ist wieder hochgekommen in der Zwischenzeit, seit dem letzten Besuch hier. Und wir wurden schon wieder fündig. Und zwar richtig dickstielige, kernige Prachtkerle. So, warum zeige ich euch das? Die kleinen hier, die bleiben stehen, da ich ja in 1,5 Wochen oder 2 Wochen wieder hier bin. Dann schaue ich die mir mal dann an. Vielleicht sind sie auch nicht mehr da. Wachsen jetzt aber auf jeden Fall erstmal noch weiter. Bedingungen stimmen, passt alles, auch mit dem Niederschlag. Jetzt haben wir mal ein paar schöne, warme, sonnige Tage. Und die Pfifferlinge, die wachsen auch nicht so schnell wie zum Beispiel unsere Röhrlinge. Das gilt es da auch noch zu beachten. Ja, Leute, hier lohnt sich auch immer wieder auf die Seite zu schauen. Hier haben wir nämlich Trompetenpfifferlinge. Keine Sorge, Pilzkenner, ich korrigiere, das sind keine Trompetenpfifferlinge. Das sind Gallertköpfchen. Aber kann man ja schon mal leicht verwechseln. Jetzt gehen wir ein paar Meter hier hoch rein und dann schauen wir mal, was wir hier finden. Da haben wir auch schon so kleine gelbe Stielchen. Und hier drüben, den nehmen wir mal raus. Die Leichten kann man am Hut erkennen. Hier haben wir einen Trompetenpfifferling, gelbstieliger Trompetenpfifferling oder Trompetenpfifferling. Ja, viele fassen es zusammen. Ist mal ein Stoff für ein extra Video. Und weiter einen Hang hoch haben wir nicht nur Buntsandsteinfelsen, sondern auch eine kleine Brigade von Lacktrichterlingen hier. Es ist gut feucht, wie man vielleicht auch gerade in der Kamera sehen kann. Ich bin kurz vom Zwischenweg runter, weil ich euch den hier zeigen wollte. Ach, ich freue mich einfach so, wenn ich das sehe. Der erste Fliegenpilz des Jahres im Schwarzwald, zumindest den ich gefunden habe. Schauen wir mal, ob das dieses Jahr wieder ganz gut hinkommt mit dem Fliegenpilz als Steini-Anzeiger. Steinis habe ich jetzt keine in der Nähe entdeckt, aber dafür noch ein Fliegenpilz gerade. Die Nummer 2 schmiegt sich hier ans Bäumchen. Schön, oder?
Birke übrigens. Kaum kommen wir hoch von Fliegenpilzen. Bei der Birke haben wir hier einen Birkenpilz. Wieder ein Röhrling. Allerdings, hier springt nichts mehr raus. Also der Birkenpilz wird generell teilweise auch auf dem Weg nach Hause schon weich. Aber ja, wenn es hier schon so ist, bleibt er natürlich da. Gegenüber hat Chris hier einen wunderschönen Lachsreizger entdeckt, ein Musterexemplar. Ja, und die Frage vom Anfang ist geklärt. Hier drücken sich auch neue Schöne hoch. Und auf dem Weg können wir den nächsten etwaigen Birkenpilz erkennen. Wir sehen hier Raufußröhrling, ziemlich sicher. Bleibt aber natürlich stehen. Was man jetzt auch finden kann, hier unten mal die Pfifferlinge. Und direkt nebendran und oftmals am gleichen Standort steigt auch der Daniel von Pilzfieber. Semmelstoppelpilze. Warum Stoppelpilze? Das sieht man hier ganz gut. Der Pilz hat keine Lamellen oder Leisten, sondern eben Stoppeln. Hier drücken sich noch ein paar neue hoch, die dürfen natürlich bleiben. Und der hier hinten kommt noch mit. Viele sagen Geschmackssache oder dass ältere leicht bitter schmecken. Manche Sammler verneinen das. Ich finde, es ist ein feiner Speisepilz. Ja, es ist hier ein bisschen feucht am Zwischenweg, aber ich finde ein richtig, richtig cooler Bildausschnitt gerade. Und hier geht's richtig ab mit den Semmelstoppelpilzen. Wir sind hier immer noch bei unserem Zauber-Zwischenweg. Allein hier könnte man schon eine komplette Pilzexkursion wirklich machen bei der Vielfalt. Wir sind jetzt wieder auf einem der Hauptwanderwege hier. Da haben wir mal wirklich einen sehr adulten Semmelstoppelpilz, wo man auch die Stoppeln hier ganz deutlich erkennt. Ja, und ansonsten sind wir hier wieder auf dem Weg, wo die Pfifferlinge wirklich auf dem Weg wachsen. Das letzte Mal, als ich hier war, gab es keine Funde, also auf dem Weg. Aber heute sieht es wieder tipptopp aus. Ich sammle mal kurz ein und zeige sie euch. Da haben wir sie, sind nur die allergrößten. Aber hier, da, da, da. Ja, auf dem Wanderweg kommt es hier hoch und pfiffert es. Unglaublich. Da unten waren wir gerade. Hier am nächsten Zwischenweg pfiffert es weiter. Und der Chris sitzt hier irgendwo am Hang. Da oben sitzt er und hat hier wieder Semmelstoppelpilze entdeckt. Und noch mehr hat er entdeckt. Ja, da ist mal wieder ein paar schöne Pfifferlinge. Allein der, oder? Wow. Der wandert in dein Körbchen. Finderlohn. Ja, irgendwie passt's heute, oder läuft's? Sehr angenehmer Videodreh für mich, auch wenn es sehr, sehr steil ist. Da haben wir doch mal ganz toll erkennbare Trompetenpfifferlinge. Wobei der hier zu den älteren Semestern gehört. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Eindruck, wie steil es hier tatsächlich ist. Das kommt auf der Kamera wirklich nicht gut raus. Und hier stoppelt es wirklich überall gefühlt. Wir sind auf dem Weg hoch. Hier ist ein bisschen pilzärmer. Und hier haben wir doch mal zwei Steinpilze. Also, ja, guck mal her. Das bisschen Auflageschicht, bisschen Humus, Moos reicht hier für die Flaschenstäublinge. Also für mich eigentlich der Fund des Tages tatsächlich. Begeistert mich total. Wir sind jetzt oben auf dem Plateau, wo es auch Steinpilzwahnsinn ab und an gibt. Zuerst gibt es aber schöne kernige Lachsreizger. Der könnte auch noch was sein. Ah, ich habe es auf die Jungen abgesehen. Da haben wir ein schönes Zwillingspärchen. Ich schneide jetzt hier gleich noch am Stiel an, um zu schauen, ob Maden drin sind. Denn die sind oftmals ja auch ganz, ganz jung schon von Maden und Würmern befallen. Ja, unser erster Pfifferlingsfund hier oben auf dem Plateau. Hier haben wir eine schöne Stelle mit etwas größeren. Hier an der Seite drücken sich ein paar ganz, ganz kernige hoch. Leider gingen hier oben ein paar Stellen flöten von Pfifferlingen, vielleicht auch Steinpilzstellen. Ja, Forstwirtschaft ist hier am Start. Allerdings zu dem Thema Forstwirtschaft und Pilze sammeln kommt auch nochmal ein extra Video. Mir ist das, was ich in den Pilzgruppen auch teilweise lese, viel zu radikal, ganz oft. Ich habe da eine bisschen differenzierte Meinung. Wenn die euch interessiert, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Und generell Videowünsche zum Thema Pilze, Garten, egal was, auch gerne einen Kommentar da lassen. Ja, und Bescheid geben. Warum bücke ich mich eigentlich? Muss ich gar nicht machen. Naja. Pfifferlinge kommen raus, wir ziehen weiter. So, Pilzfreunde hier oben. Chris sammelt auch gern die Lachsreizger.
Ich habe ihm gesagt, da oben wird Reizger Party sein. Und ja, hier ist Reizger Party. Und was für Schöne hier sich gerade rausdrücken. Maxi? Ja? Da oben hier ist er. Nein. Reizger Party wird abgebrochen, weil Chris mich gerufen hat. Und er glaubt, einen Steinpilz zu haben. Leute, so wie es aussieht, wieder das freche Grinsen ist auch schon verrät. Haben wir hier vermutlich zwar den ersten Fichtensteinpilz der Saison, aber den ersten ja, im September. Ja, geil! Leute, wir haben ihn oder Chris hat ihn. Och, ich freue mich so mit. Hier mit dem Gegenlicht leider schlecht zu erkennen, aber wir haben hier ein weißes Netz und ja, Fichtensteinpilz, geil. Ja, jetzt sind wir gerade so ein bisschen überlegen, soll man eher hier oben bleiben oder wieder an Hang? Am Hang gibt es sicher Pfifferlinge. Hier oben habe ich auch noch ein, zwei Stellen. Naja, ihr werdet es schon mitbekommen, aber ja, Grinsen ist am Start. Wieder ein Pfifferlingsfund und hier jetzt, Leute, ich denke, man kann es am Hut erkennen. Sieht so ein bisschen schüppchenartig aus, eine leicht violette Färbung. Und das, liebe Leute, sind amethystschuppige Pfifferlinge. Die findet man nur hier oben auf dem Plateau. Am Hang habe ich noch keine gefunden. Jetzt machen wir ein bisschen Lobbyarbeit für die Wildschweine. Hier haben sie gewühlt und da gelassen haben sie uns die Pfifferlinge. Auch hier. Es ist wirklich frisch aufgewühlt. Die sind noch schön kernig und fest. Die zwei waren auch noch fest im Boden. Sonst würde ich die jetzt nicht mitnehmen. Aber in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme. Ja, und die lila Lacktrichterlinge, die kommen hier wirklich überall hoch. Sehen auch hier ist der gut schon mal ein bisschen ausgebleicht. Der steht wahrscheinlich länger da. Hier haben wir welche da. Und es geht weiter hier wirklich überall auf dem Weg. Hier ist in diesem Wald meine Lieblingsstelle. Ich glaube, es lässt sich auch gut erkennen, warum, oder? Wir müssen allerdings nochmal zurück. Chris hat mir ein Signal gegeben. Hat wieder was gefunden. Schauen wir mal, was er hat. Ja, willst du mich eigentlich für wahnsinnig erklären? Bin ich daran vorbeigelaufen? Nein. Weiß nicht, bist du gelaufen? Ich bin ja nicht lang gelaufen. Wow, sie sind da. Von dem haben wir gleich noch ein Foto. Viel Spaß. Wow. Schön, wunderschön. Also, nochmal hier. Jetzt bitte keinen Steinpilz finde. Das ist so meine Lieblingsstelle hier im Wald. Hier gucken wir jetzt auch noch ein bisschen. Da unten gibt es auch nochmal eine Pfifferlingsstelle. Gibt auch eine gute Perlpilzstelle hier. Da habe ich heute noch gar keine gesehen. Doch einen kleinen. Ansonsten hatten wir noch Struppelkopfröhrlinge, haben wir gesehen. Mache ich eine Überblendaufnahme und die erste Pfefferröhrlinge. Auch ein Steinpilzanzeiger. Und da sind wir an der Pfifferlingsstelle. Die habe ich letztes Jahr im Spätherbst entdeckt. Die ist ja öfters kontrolliert. Ich war jetzt schon 4-5 Mal hier an dem Standort, letzten Monaten. Bisher nie was da. Heute was da. Und gerade dieses kleine Cluster oder die Ansammlung, ja, da schlägt das Pilzsammlerherz doch wieder absolut einfach nur höher. Ich mache auch ein Foto für Instagram, das ist auch unten verlinkt. Chris hat auch einen YouTube-Kanal, 360-Grad-Kanal, verlinke ich euch auch ein Video unten. Und ja, dann schauen wir mal, was wir so noch finden, Interessantes heute. Ja, Pilzfreunde, der nächste interessante Fund hat nicht lange auf sich warten lassen. Ich habe ihn ein bisschen freigelegt. Wir haben hier einen ganz, ganz dicken Fuß. Den angefressenen hier habe ich mal rausgeholt, damit ihr ein bisschen einen genaueren Eindruck bekommt. Ich kenne den Pilz nicht genau, mein Tipp geht aber in die Richtung Bockdickfuß. Auf jeden Fall denke ich einen Dickfuß. Beim Bockdickfuß haben wir jetzt so ein Merkmal, das nennt sich Geruch. Der soll dann sehr nach Horn stinken oder eben nach Bock, Ziegenbock, Wild. Und das testen wir jetzt mal. Erstmal vorsichtig. Okay, da kommt schon mal ein Odor. Boah. Ist nicht gespielt. Das ist richtig widerlich. Boah. Sorry. Wie gehe ich jetzt bei so einem Pilz vor, den ich ganz genau bestimmen will? Ich mache jetzt hier viele Fotos von den einzelnen Merkmalen, wo man sie auch ganz scharf erkennt. In der Regel nehme ich den Pilz damit nach Hause.
Aber den stinkigen Kandidat werde ich jetzt nicht im Korb haben. Boah. Und jetzt kommen auch noch die Moskitos. Wahrscheinlich, weil das Ding so arg stinkt oder weil es bei mir anfängt. Naja, wir machen weiter auf der Pilztour. Wo ist eigentlich Chris? So, Chris darf auch mal schnuppern. Komm. Boah, nicht zu tief. Ziegebock, ne? Ja. Ja, ich hab's ja gesagt, ich habe eine sehr differenzierte Meinung zur Forstwirtschaft. Die habe ich auch nach wie vor. Aber wir sind jetzt ein paar Pfifferlingsstellen flöten gegangen. Das tut natürlich weh. Ja, das waren wirklich mehrere Stellen, die jetzt hier dadurch, womöglich verloren sind. Ein kurzes Grinsen ist nochmal drin. Ich habe nochmal hier eine kleine Stelle entdeckt. Hier haben wir welche. Und da oben haben wir noch mehr. Da blende ich euch ein Foto über. Nochmal ein schöner Fund. Einen nehmen wir mit. Der Rest bleibt da. Auch nochmal, um es euch zu zeigen. Hier haben wir ein Bilderbuch-Exemplar von einem Samtpfifferling. Richtig deutlich zu erkennen ist orange. Und der riecht nochmal ein bisschen kräftiger nach Aprikose und Pfirsich. Ja. Die sind auch unterwegs, muss man sich absuchen regelmäßig. Und gerade sage ich zum Chris, wir müssen noch Müll mitnehmen. Wir haben wieder wenig gesehen heute. Es kann kein Schwarzwälder gewesen sein, der das hier liegen lässt. Und Müll nehmen wir natürlich auch wieder mit. So, dann schauen wir doch mal rein. Beim Chris haben wir das hier, die zwei schönen Fichtensteinpilze, Lachsreiziger, ich glaube ein Fichtenreiziger ist auch dazwischen, Semmelstoppelpilze und Pfifferlinge. Auch ich habe ein paar Lachsreiziger gesammelt, sind morgen fürs Frühstück. Die rote Färbung, ja, kommt von der roten Milch, daher waren die auch bei mir in einem Säckchen hier. Zu den Semmelstoppelpilzen nochmal. Dass ein Pilz so groß ist oder so groß ist, hat jetzt nichts unbedingt über das Alter auszusagen. Das Alter können wir hier sehr gut an der Länge der Stoppeln bestimmen. Und wie gesagt, ältere sollen bitter schmecken oder bitterer. Gibt auch Leute, die sagen, ja, das Gegenteil, die schmecken überhaupt nicht bitter. Da noch hier ein Fund, über den ich mich sehr gefreut habe. Wir können auch hier schön die Leisten erkennen, die vom Stiel in den Hut übergehen. Hier haben wir unsere Trompetenpfifferlinge. Gelbstielig oder nicht, das ist ein extra Videothema dann nochmal. Und hier bei mir sind sicherlich auch noch ein paar Semmelstoppelpilze drin. Und hier wunderschöne Pfifferlinge. Das hier müsste das größte Exemplar der Tour gewesen sein. Dann müssen wir natürlich die Nase noch mal reinstecken. Oh, der Duft. Davon, wenn irgendjemand von euch Parfüm macht, macht ein Pfifferlingsparfüm bitte. Ich Stammkunde. Das war die erste Pilztour im September 2021 aus dem Nordschwarzwald. Ich bin mega happy. Die Steinpilze kommen hoch, die Röhrlinge generell. Super Artenvielfalt. Klasse Tag. Klasse Wetter auch. Jetzt kommt noch Opa im Abspann und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. So Chef, hoppla. Mal gucken, ob man noch was erkennt hier in der Dunkelheit. Also, das war einer. Der ist ein Trompetenpfifferling. Was, Trompetenpfifferling? Ja. Ich habe noch nie gehört. Sag mal. So, kenn ich auch nicht her. Die hat schon gegessen letztes Jahr mal. Ja, aber das, die haben wir normal nie genommen, wenn man sie nicht kennt. Ja, Opa, jetzt die Frage, die du stellen musst eigentlich. Nicht einmal einen Steupilz hast. Zwei, aber die hat der Chris gefunden. Ah. Die haben sich gerade rausgedrückt, die allererste. Also es geht jetzt auch los mit Steinpilze. Wir kriegen doch noch welche. Moins? Ja, immer. Ja, es ist September, das langt noch übrig. Aber so ein Haufen Pfifferling, das ist ja gar unmöglich, ja Mensch. Ja. Wir haben heute wieder sehr viele neue Ställe entdeckt. Und eure Stelle ist leider ja über 150 Meter leider jetzt zerstört, weil sie halt alle Bäume weggemacht haben. Ach so. Ja. Sag mal, ey. Also ich werde noch zu Ende putzen und dann kriegst du deinen Anteil. Also das ist unmöglich, ja. Bist du zufrieden? Ja, das ist schon eine Sache.